Willkommen zu meinem Phablet 2013 Weihnachtsguide. Wir haben hier, wie ihr sehen könnt, 5 Smartphones sozusagen im Bild. Viele würden diese Geräte nicht mehr als Smartphone bezeichnen, denn sie sind über der 5-Zoll-Grenze, was wir heutzutage Phablet nennen. Das LG G2 könnte auch noch fast dazu gehören, ist allerdings ein 5,2-Zoll-Gerät, das eher noch im 5-Zoll-Segment landen würde, denn der Bildschirmrahmen ist so dünn. Und deswegen bleiben wir jetzt einfach hier bei dem Samsung Galaxy Note 3, HTC One Max, Asus PhonePad Note 6 FHD, langer Name, ZTE Grand Memo LTE und ganz oben liegt das größte, und zwar das ist Sony Xperia Z Ultra. Ich habe sie nicht absichtlich in der Reihenfolge jetzt angebracht. Sie sind vom Preis her alle unterschiedlich, von den Displaygrößen her, also ziemlich alle unterschiedlich. Aber es gibt auf jeden Fall Präferenzen für verschiedene Funktionen, wenn ihr verschiedene Sachen mit euren Phablets machen wollt. Viele wollen natürlich einfach nur gemütlich Filme schauen, einen großen Akku haben zum Beispiel und vielleicht gar nicht zeichnen. Dann könnte man ein günstiges Produkt wie zum Beispiel das ZTE Grand Memo nehmen, denn das hat keinen Stylus, hat auch keine Funktion, dass ihr irgendwie drauf zeichnen könnt und auch sehr, nehmt natürlich wie immer euren Finger und einfach eine Zeichen-App. Aber ansonsten ein recht günstiges Gerät mit einem Preis von unter 400 Euro, einer guten 13-Megapixel-Kamera, angenehme Rückseite, hat auch schon LTE mit dabei, Lautsprecher sind auch okay und der Akku ist auch schön groß und die Rückseite könnt ihr auch abnehmen, wenn ihr das so wollt. Und wir sehen könnt auch, der Speicher ist erweiterbar über Micro-SD, hat allerdings nur einen SIM-Karten-Slot, nicht so wie bei den asiatischen normalerweise üblich, hat allerdings nicht die Funktion zum Beispiel, dass ihr damit euren Fernseher kontrollieren könnt, wie das zum Beispiel bei dem HTC und bei dem Samsung der Fall ist. Also das ist eines der günstigsten Phablets sozusagen mit 400 Euro, ein Einsteigerprodukt, das ZTE Grand Memo. Wenn ihr jetzt eher der Filmgeek seid und auf jeden Fall immer ein großes Gerät mit dabei haben wollt, was vielleicht sogar noch wasserdicht ist. Das ist das einzige wasserdichte Phablet hier zu Weihnachten auf dem Markt, soweit das mir bekannt ist in Deutschland. Wir haben hier nämlich die Möglichkeit, dann auch noch das Ganze hier über ein externes Dock aufzuladen. Also ihr müsst gar nicht immer diese Klappen aufmachen. Das kennt ihr vielleicht aus dem letzten Jahr von dem Sony Xperia Z. Das Z Ultra hat als einziges Manko, was ich mir eigentlich hier vorstellen kann, ist keinen Blitz. Heißt, wenn ihr in der Disco seid, braucht ihr noch ein extra Licht, beziehungsweise das Licht ist ganz okay, wenn ihr damit nur Fotos oder Videos macht, aber an sich ein extra Licht ist immer dann natürlich noch sehr schön. Und leider für den Kopfhöreranschluss, beziehungsweise zum Glück für den Kopfhöreranschluss, braucht ihr auch keine Klappe aufmachen. Der ist nämlich auch trotzdem so genauso wasserdicht wie auch bei dem Z1, ein etwas kleineres, auch nicht Phablet, denn es ist ein 5-Zoll-Produkt. Hier ist auch der Kopfhöreranschluss offen, obwohl das Gerät komplett wasserdicht ist. Also das einzige Phablet mit 6,4 Zoll Full HD Display übrigens, das ZTE hat nur ein HD Display, alle anderen haben hier Full HD. Entsprechend aber auch für 5,99 Euro etwas happig oder vielleicht sogar 6,99 Euro auf jeden Fall in der oberen Preisgrenze. Nicht das günstigste Gerät, aber auch speichererweiterbar. SIM-Karte austauschbar ohne Ländereinschränkung und so weiter und so fort. Ein sehr schickes Produkt, was ihr auf jeden Fall überall verwenden könnt, wo ihr wollt. Aber 6,4 Zoll wird wahrscheinlich nicht für jeden praktisch sein, denn in der Hosentasche ist das eher unbequem. Was schon eher in die Hosentasche passt, ist das Asus PhonePad Note 6 FHD, mein Highlight vielleicht dieses Jahr. Für 350 Euro kriegt ihr nämlich hier nicht nur einfach ein 6 Zoll Full HD Display mit einer guten Frontkamera und einer guten Rückkamera, die allerdings keinen Blitz auch hier wieder nicht hat. Ich weiß nicht, wieso das hier nicht reinpasst, aber ansonsten haben wir Micro-USB-Anschluss unten und ein Stylus mit dabei für 350 Euro. Ein absolutes, geniales Feature, das man normalerweise nicht erwartet, sogar mit einem kleinen Button dazu. Den kompletten Test könnt ihr natürlich zu jedem Produkt übrigens auf unserem YouTube-Channel sehen. Ansonsten auch hier seitlich der An- und Ausschalter, wie bei allen anderen Produkten, bis auf das ZTE, das trotzdem den An- und Ausschalter oben leider gefunden hat. Also auch hier kommt man ganz gut mit dem Daumen ran, aber bei keinem der Produkte liegen die Produkte wirklich bequem in der Hand, dass man hier mit einer Hand zum Beispiel Texte tippen könnte. Das ist eigentlich immer eine Zweihandaufgabe. Einziges Manko hier bei dem Asus noch ist, finde ich, dass es in Weiß ein etwas billiges Feeling hat. Es knarzt ein bisschen rum, wenn man hinten drauf drückt, aber das gibt es auch in Schwarz. Dann schaut das genauso aus wie das ZTE hier hinten mit so einem gummierten Schwarz und viel besser, viel schöner. Da würde ich dann euch eher das schwarze Asus empfehlen, aber ansonsten auch ein sehr schickes Produkt.
Speicher erweiterbar, Kopfhöreranschluss, alles mit dabei. Aber ihr könnt hier als Manko neben noch dem Blitz auch nicht Fernsehsender oder ähnliches wechseln, was eigentlich ein schönes Feature bei den HTC und Samsung Produkten ist. Aber gegenüber dem Samsung Galaxy Note 3 zum Beispiel auf jeden Fall ein Produkt, das ihr euch auf jeden anschauen solltet, denn mit Stylus kriegt ihr aktuell mit diesen Specs kein anderes Gerät, das so günstig auf dem Markt sozusagen ist und in der Größe. Das war also das Asus Phonepad. Dann haben wir das HTC One Max, was nicht mit einem Stylus aus der Menge hier vorsticht, mit seinem 5,7 Zoll Full HD Display, sondern ihr könnt hier die Rückseite abmachen, den Akku allerdings dort, soweit ich mich entsinnen kann, nicht tauschen. Genau, aber hier könnt ihr die SIM-Karte und weiteres einlegen, beziehungsweise ihr habt einen Fingerprint-Reader als einziges von allen Phablets hier mit dabei. Also das orientiert sich hier wieder mal an Business-Kunden, wobei der Prozessor mit einem Snapdragon 600, nicht 800, wie bei dem, wie bei keinem der HTC ist eigentlich, der One-Serie, ein relativ langsames Speed bietet, allerdings völlig schnell genug für alle Tasks. Full-HD-Videos könnt ihr machen. Ihr habt als einzigen hier Boom-Sound mit dabei von allen Produkten. Heißt, die sind wieder hier speziell ausgelegt dafür, dass ihr gute Musik hören könnt. Zum Beispiel, wenn ihr Filme schaut zu Hause auf der Couch oder ähnliches, ist das hier das beste Produkt, was den Sound angeht. Aber nicht das ideale Produkt, wenn ihr zum Beispiel ein Stylus oder ähnliches oder wie gesagt Notizen machen wollt, denn da benötigt ihr wieder einfach nur euren Finger, aber hat ganz viele coole Features, fühlt sich gut an und schaut euch da einfach, wie gesagt, auch unser Testvideo an. Am Ende werde ich jetzt hier noch einen Größenvergleich ein bisschen machen, wenn ihr auch schon ein bisschen den Größenvergleich hier seht. Und ein weiteres Highlight dieses Jahr ist übrigens beim HTC vergessen, wie schon vorher ganz oft gesagt, hier oben ist der Infrarotsensor für den Fernseher zur Bedienung, den Samsung hier auch natürlich drin hat. Ganz neues Feature bei Samsung hier jetzt eine Lederoptik-Rückseite mit dem Note 3 und der Stylus hat jetzt natürlich noch mehr Funktion bekommen. Die Software ist hier wirklich sehr ausgereift. Samsung hat viel dazugelernt in den letzten Jahren und das ist auch eins meiner Highlights. Ich würde jetzt auch sagen, die drei weißen Produkte hier sind die drei, die ich auf jeden Fall dieses Jahr empfehlen kann. Sony auch, allerdings ist das ein bisschen zwiegespalten, denn der Akku ist relativ klein für die Größe und das ist dann doch vielleicht zu groß für die Tasche, das Note 3, das Asus und das HTC kriegt man noch in die Hosentasche rein, wenn auch nicht in die, oder auch in die Sakko-Tasche natürlich, aber das Note 3 hat eine sehr gute Kamera. Die Rückseite kann man auch hier abmachen und den Akku auch tauschen. Kann ich nochmal kurz zeigen. Dann seht ihr auch, dass es nur eine Lederoptik ist. Das ist nämlich ein ganz einfaches Plastik, was man hier durchbiegen kann. Und hier seht ihr nochmal auch MicroSD erweiterbar wie allen anderen Produkte bisher auch, die ich euch gezeigt habe. Also eigentlich auch, wie ihr merkt, jedes ist für Multimedia ausgelegt. Man soll hier natürlich wunderbar auch unterwegs Filme schauen können, Musik hören können und so weiter. Und mit dem auch hier entsprechend auch den Stylus benutzen, einfach rausziehen und schon kann es losgehen hier auf dem wunderschönen Full HD 5,7 Zoll Display. Genau, wie es auch in dem One Max 5,9, Entschuldigung, vorhanden hat. In dem ZTE ist das genau auch ein 5,7 Zoll Display. Genau. Also dann hier nochmal der Größenvergleich sozusagen. Ich mache jetzt mal Note 3 mit allen anderen. Brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. So, zumindest in der Höhe. Und dann das wuchtige 6,4 Zoll Ding, wie ihr hier sehen könnt, sehr groß. Und dann nehme ich nochmal mein Highlight-Produkt hier, das Asus, und vergleiche es mit dem HTC zum Beispiel in der Größe. Wie ihr seht, gleich groß. Sony natürlich wie immer zu groß. Mit dem Samsung habt ihr es vorhin ja schon gesehen und dann im Vergleich noch zu dem ZTE, das als günstiges Produkt hier auch noch durchgehen könnte mit einem kleinen, relativ kleinen Phablet-Display. So, und jetzt dann das HTC noch mit dem Sony. Die anderen zwei habt ihr schon gesehen im Vergleich. Auch hier relativ großer Größenunterschied und das ZTE noch am Ende. So, und das war es jetzt hier eigentlich auch sozusagen schon von einem großen Phablet-Vergleich für
dieses Jahr. Ich werde euch natürlich noch ein paar andere Videos hier liefern, dazu, welches Smartphone euch holen sollt dieses Jahr. In meinen Augen sind die drei auf jeden Fall die Gewinner. Sony hat den Markt zwar ganz gut getroffen und die Funktion, dass man wirklich nur einen Bleistift braucht und keinen Stylus, um schreiben zu können, und wasserdicht, ohne dass man Kopfhöreranschluss irgendwie verschließen müsste, ist super. Aber der Preis muss auf jeden Fall noch ein bisschen runter, und ich finde, die Größe hätte auch mit 6 Zoll eigentlich schon genügt. 6,4 sind da etwas zu viel des Guten, beziehungsweise dann hätten sie doch hier weniger schwarze Ränder machen sollen, damit es dann doch nicht ganz so hoch ist. Mein Name ist Balazs Gál, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das war hier die Fablet-Beratung für das Ende des Jahres 2013. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren, und bis zum nächsten Mal.